der ersten Runde nicht mehr gewonnen. Heute setzten sie aber auf einen Mann in gewohnter Umgebung, nämlich auf Erwin Dampfhofer. Er spielt bei Ried als Leihspieler, gehört noch immer dem GAK. Erwin Dampfhofer, die einzige Spitze bei Ried, bei den Grazern 2 mit Sabitzer und Gieder. Aber Sabitzer nicht ganz fit und Ramusch ebenfalls nicht ganz fit, aber Trainer Tomale musste beide einsetzen, denn es fehlen weiters Buser, Wieger und Steinbauer, die alle in dieser Woche ausgefallen sind. Von Beginn an die Rieder sehr kämpferisch, frech auf das Tor des GAK und das ist die erste tolle Möglichkeit durch Herwig Drechsel, der auf der linken Seite aus dem Mittelfeld immer wieder schnell nach vorstoßen soll, so wie rechts Pavel Mraz. Und in der Mitte wartet als Spitze Erwin Dampfhofer. Hier die nächste Möglichkeit. Verwirrung am Anfang in der Abwehr der Grazer und wieder war es Herwig Drechsel, der mit diesem Schuss nur knapp das Tor verfehlte. Der GAK in der Anfangsphase spielerisch nur durch Einzelaktionen im Bild hier Edi Glieder, aber seine Flanke findet keinen Abnehmer. Es fehlt die Bewegung bei den Grazern. Sicherlich die Mannschaftsumstellung hat da ein bisschen was durcheinander gebracht. Zisser heute auch wieder von Beginn an mit dabei, aber auch seine Flanke ins Leere. Vielleicht haben die Grazer auch ein bisschen den Gegner unterschätzt. Hier dann Pech für den GAK, ein Zusammenstoß zwischen Rajkovic und Dampfhofer, dem er auf Schritt und Tritt folgt, eine Platzwunde, die sich Rajkovic hier zuzieht und damit muss er vom Feld. Für ihn kommt Muschek ins Spiel. Im Mittelfeld nun ein wenig Gedränge mit Muschek, der hier am Ball ist, und Alice Cech, der ebenfalls als Spielmacher aufgeboten ist. Dazu im Mittelfeld noch Tem, Ramusch und Böttcher, also eine sehr massive Mittelfeldachse beim GAK, die aber spielerisch eben noch nicht zusammenfindet. Edi Glieder fischt hier den Ball. Graz wirken ein bisschen unkonzentriert. Trainer Tomale ist wütend an der Linie, möchte seine Mannschaft richtig motivieren. Ried war in den letzten Jahren ein Punktelieferant, vor allem in der zweiten Division, hat gegen den GAK in Graz nicht einmal einen Zähler gemacht. Aber heute spielt Ried in den ersten Minuten klar besser und das ist die Führung für die Oberösterreicher. Eine Flanke von Drechsel und Dampfhofer, Erwin Dampfhofer, der Leihspieler des GAK, bringt die Oberösterreicher in Führung. In der 35. Minute steht es dem Spielverlauf nach ganz verdient 1:0. Für Ried. Hier ein wunderschöner Hechtkopfball von Erwin Dampfhofer, unhaltbar für Torhüter Almer im Tor des GAK. Jetzt wachen die Grazer etwas auf, spielen zumindest ein bisschen aggressiver, sind stärker in den Zweikämpfen, versuchen es mit langen Bällen, Glieder. Flanke zur Mitte, aber Libero Eder steht gut. Eine massive Abwehr der Oberösterreicher, die in der ersten Spielhälfte keine Probleme hat. 1:0 führen die Rieder zur Pause und 4000 Besucher hoffen natürlich, dass sich das Spiel in der zweiten Hälfte wendet. Muschek jetzt auf der linken Seite und in der 46. Minute ist es bereits soweit, der Ausgleich. Und der Torschütze ist Herfried Sabitzer. Er erzielt sein 6. Tor in dieser Saison. Obwohl nicht ganz fit angetreten war, hier genau richtig zur Stelle als Abnehmer für diese Flanke von Damir Muschek. Wunderschöner Kopfball ebenfalls. Auch hier keine Chance für den Torhüter Unger im Tor von Ried. Und nun spielt der GAK. Wie verwandelt scheint die Mannschaft in der Pause an einem Punkt verändert. Blitzenetz ist ins Spiel gekommen. Cech wurde aus der Mannschaft genommen und jetzt läuft plötzlich das Spiel und das ist schon der nächste Treffer. In der 50. Minute, diesmal Torschütze Tem und die Vorlage kam von Sabitzer. Tem, der ja von Sturm zum GAK gewechselt ist. Hier noch der Vorstoß von Sabitzer. Schön aufgespielt für Tem und ein satter Schuss ins Tor, ebenfalls unhaltbar. In 5 Minuten hat sich das Spiel gewendet. Hier der nächste Vorstoß, Attacke von Drechsel am durchbrechenden Dietrich und das ist die rote Karte durch Schiedsrichter Kirchner für Drechsel. Ja, ganz klar, schlägt hier die Beine von hinten weg, damit ab der 53. Minute die Oberösterreicher geschwächt, nur mehr mit 10 Spielern. Drechsel muss vom Feld. Das erhöht natürlich jetzt den Druck, den der GAK ausübt. Es spielt jetzt nur mehr eine Mannschaft und das sind die Grazer. Muschek als Regisseur im Mittelfeld. Vukovic spielt jetzt etwas weiter vorne. Blitzenetz ist auf den Libero-Posten gerückt nach seiner Hereinnahme.
wieder Sabitzer, Ramusch. Aber hier erhält Torhüter Unger, der jetzt viel beschäftigt ist. Situation ist noch nicht geklärt. Sofort wieder der Angriff, Dietrich, Rückpass, und da reagiert Unger blendend, kann mit dem Fuß abwehren und diese Situation noch einmal entschärfen. Dauerdruck jetzt durch die Grazer Mannschaft, die einfach mit mehr Tempo spielt, in den Zweikämpfen stärker ist. Sabitzer, Muschek, hier spielt er ab und hätte wohl selbst schießen müssen, der Damir Muschek. Hat einen guten Schuss mit dem linken Fuß, aber wollte hier noch auflegen. Eine Chance vertan, aber sofort wieder kommt es zur nächsten, wieder über Kida, Muschek, immer wieder auf der linken Seite. Kommt richtig in Spiellaune. Sabitzer, und jetzt trifft er wieder. Übernimmt hier diese Flanke und zum 3:1 bereits in der 68. Minute der zweite Treffer von Herfried Sabitzer. Muschek und Halbvolley genommen, genau in die linke Ecke, ein Bombentor durch Herfried Sabitzer. Ried ist eigentlich spielerisch von der Bildfläche verschwunden, man resigniert und die etwas älteren Mittelfeldspieler Ivsic mit 33 Jahren, Stanislav Jevic mit 31, haben auch nicht mehr die Kraft, vor allem mit einem Mann weniger, das Spiel jetzt herumzureißen. Die einzige Szene für die Rieder im Strafraum des GRK in der zweiten Spielhälfte, dieser Freistoß von Ivsic, aber Franz Alma ist auf dem Posten und keine Gefahr für den GRK. Die Umstellung in der zweiten Spielhälfte hat sich bewährt. Blitzenetz als Libero gibt Vukovic die Möglichkeit, immer wieder in den Angriff mit nach vor zu gehen. Und Muschek, jetzt ist er sogar weit nach hinten gegangen. Er lenkt das Spiel hier auf Glieder, und das ist der nächste Treffer. 4:1. Eddie Glieder, dem bis dahin nicht alles nach Wunsch gelaufen ist, mit einem schönen technischen Einsatz, erzielt hier das vierte Tor für den GRK. In der 83. Minute, damit ist die Vorentscheidung oder die Entscheidung, man muss es so sagen, gefallen. Es gelingt den Oberösterreichern zwar jetzt noch ein Tor aufzuholen, in der Schlussphase bereits die 97. Minute, und wieder hat Erwin Dampfhofer hier seinen Bein im Spiel. Pass auf Glasner, und das ist das 2:4, aber in der 87. Minute ist natürlich nichts mehr zu machen, hier der Torschütze. Der GRK gewinnt dieses Spiel ganz klar und verdient nach einer guten Leistung in der zweiten Spielhälfte mit 4:2 und 2 Toren eines Spielers, der vor dem Match noch als verletzt gemeldet wurde, aber offenbar wundersam genesen ist. Nein, ich meine, ich habe, wie nicht verletzt war, schon 3 oder 4 Tage gehabt, aber es ist so, ich habe jetzt 14 Tage nichts trainieren können, überhaupt nichts, nur Therapie machen können und nur hoffen können, dass die Therapien helfen, und anscheinend haben sie geholfen. Ja, natürlich wurden wir kalt erwischt. Wir waren erste Halbzeit sehr, sehr stark. Wir konnten ja nicht nur in Führung gehen, sondern hatten auch 2 hundertprozentige Torchancen. Und binnen 5 Minuten ist die Partie gekippt durch die 2 Tore und durch diese harte rote Karte. Und damit war eigentlich unser Spiel verloren. Und vor allem war die ganze Arbeit der ersten Halbzeit dann umsonst. Das Duell der Aufsteiger jedenfalls ganz klar an die Grazer gegangen. Spiel 3 auf dem Totoschein, 4:2. Und Tipp 1. Und wir kommen damit zum Spiel der Runde.